For 65 years, I have ruled this empire. Generals and kings have knelt at my command. But a darkness comes. The blood tide rises. These are the closing days of the Third Era. And the final hours of my life. Close shut the jaws of oblivion. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. In der letzten Folge haben wir von Vakano einen Auftrag bekommen, die Krone von Nerata zu finden oder zu kaufen, aber die Besitzerin empfiehlt uns, ihn zu verarschen, den sind und die Krone von Linda ihm zu geben, denn sie meint, dass er nicht nur ein Sammler ist, sondern auch gierig nach der Magie der Krone, und es wäre zu gefährlich. Und ich glaube ihr, und deswegen sind wir jetzt hier. Linda ist wenige Minuten entfernt. Sind wir ein bisschen die Musik? Nehm das! Ah, ein Beschwörer. Lass das uns zu Ende bringen. Du heilst dich nicht. So, was ist hier noch? Oh, ein Clanbahn. Au, Kopfnuss. So. Klau. Ah, hallo. Nicht aufhängen. So. Ah, bevor ich das was mache. Ich habe, also es ist schon mein zweiter Anlauf von dem Spiel. Ja. Problem war, keine Ahnung, irgendwie abgestürzt, und dann war auch noch mein Mikrofon, das heißt den Teil, den ich gespielt habe, war es sowieso hinüber. Ja, aber da ich dann die Lauferei von Jing und die ganzen Erledigungen überspringen will, mache ich das einfach, indem ich... Moment, schnell speichern, dann laden, den Spielstand laden. Kein Spoiler, ich bin einfach in meinem Zimmer. Speichern. Speichern. Nee, falsch. Den da. So. Und dann laden wir den Schnellspeicherpunkt. So, dann ist das schon mal sicher. Heißt, ich muss die nervige Reiterei zurück. Kann ich überspringen. Und das kann ich gleich mit euch. Da muss ich keinen Schnitt machen oder so. Und ich habe mich verlaufen. Wo müssen wir? Da. Ja. Dann lade ich dann einfach den Spielstand und dann passt das genauso. Ah ja. Probieren. Schade. Nee. Sondern anscheinend habe ich das letzte Mal keine Ahnung wann gemacht. Denn die federleichte Lehmerschiebe ist mehr tragen lassen worden, irgendwie auch noch beschädigt. Gut, da hinten sehen wir schon einen Teil der... Das passiert, wenn man zu viele andere Spiele spielt und man mit E seitlich gehen kann. Man drückt die ganze Zeit E, aber hier ist der E absteigen bzw. aufsteigen.
Naja. Gut, Linda I gefunden. Perfekt. Ein bisschen heilen. Und ja, ich würde sagen, wir betreten den Dungeon mal so. Gut, hat nichts gebracht. Schwert Chaos. So, gut. So, jetzt mal hoffen er. Achso, es war nur Stille. Ah gut, der Grüne ist Stille. Gut, ja. Das ist ein wunderbares Geräusch. Da liegt der Tod am Boden. Aber es gibt hier noch Gegner. Ah, verdammt. So, nämlich hier oben findet sich auch noch ein Gegner. Okay, bei meinem ersten Durchlauf war da oben unterlich. Jetzt ist bloß ein Skelett. Passt auch. Aber. Na, ich hasse. Wow. Au. Ich glaube, ich lade neu. Ja. Auch wenn ich den erledigt habe, aber nein, danke. Okay. Und wieder neu laden. Oh, scheiß Zombie, müsste er mich erschrecken. Ah. Alles nur. Nein. Den Spackos da oben. Das ist der Haupttyp. Ja, Skelettmeister. Scheiß. Schlag, schlag. So. Gut, damit ist das Problem beseitigt. Und sein Schwert nehme ich erstmal mit, dass ich nichts vertragen kann. Die zwei wieder. Hey! Na, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Er hebt dann wieder auf. Nope. Das ist lieber taktischer. Was war das für ein Schlag? Gut, die Zombies haben uns noch nicht bemerkt. Das ist auch gut so.
Zombies sind wenigstens einfache Gegner, die haben schon noch Distanz halten, weil sie nicht blocken und dann zurückschleudern. Oh, drei Stück. Beschwörungszauber gehört. Also ich tippe mal, dass das einer war. Ah, da haben wir schon. Die Bibliothek da. Warum läuft immer das beschworene Viech vor? Hey! Nee, da geht's nicht lang. Ups. Aber so, unser klassisches sehr schön. Oh, wir haben Level aufgestellt. Habe ich gar nicht, ne? Ah, gut. Gut. So. Weg von mir. Böser Geist. Ah, das war ein Volltreffer. Das müsste eigentlich bei Rollenspielen wie bei Rennspielen so eine geben, wo man schnell zurückkommen kann. So. Aber wie oft läuft man rückwärts von dem Gegner weg, um ihn zu attackieren zu können und gleichzeitig Distanz zu wahren? Und wir knacken dann gegen eine Wand und kommt nicht weiter. Hinten schon kommt nicht.
schnell im echten Leben. Na, dann könnte man einschätzen, wie weit man noch hat, etc. Wo sind die ganzen Pfeile, die ich abgeschossen habe? Geistern fliegen. Ah, da. Nerven. Zombie. Häusen sollte ich nicht gegen kämpfen. Was ist denn? Aufladen, schlafen. Aufladen, schlafen. 3, 2, okay. Sorry. Aufladen, schlag. Aufladen. Ja, bisher schlagen wir uns besser als beim ersten Versuch. Ah, es sind noch ganz andere Gegner da. So. Stimmt, den Raum gibt es ja auch noch. Wann haben wir denn hier die Gegner? Beim letzten Mal war es. Ist die zu klein? Und wann fliegt sie? Da oben ist ein Schalter. Achso, deswegen wurde sie nicht erschlagen. Wir können hin. Na, so. Schalter öffnet mir den Weg zum Zombie. Jedenfalls beim ersten war das hier ein Kopfloser, also ein recht einfacher Zombie. Aber davor war ein Geist. So war ich so überrascht, dass es der Ratte war. So erfreut. So, eins, eins. So, auf der anderen Seite ist auch noch eins. Es liegt ja perfekt mit dir, das ist gut von der Ratte. Wunderschön. So. Mir ist hier nichts verschlossen. Beim ersten Durchlauf waren alle Truhen verschlossen. So. Ab und die inneren Gräben. Die letzte Ebene. Und runter. Und bist du. Hey! Ja, perfekt. Ah. Das ist zwar zwei Runden. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Okay, mit dem Schonerangriff habe ich nicht gerechnet. Aber das ist jetzt auch egal. So, den netten Bogenschützen erledigen wir auch noch schnell. So, der letzte Mal hier. Aber irgendwie vorher waren irgendwie überall Unterlicht. Und jetzt alle durch Skelette ersetzt. Also vorher waren auch hauptsächlich Skelette, aber. Also zum Beispiel einer von den drei Skeletten hier war unterlich. Ja, natürlich ein anderes Skelett. Etc. So, jetzt geh aber hinüber. Dankeschön. Hier haben wir schon
den letzten Raum. Und machen wir mal auf Still. Da haben wir den Geist, der war auch beim letzten Mal da. Aber jetzt sind wir weiter weg. Und ihm interessiert es irgendwie nicht herzukommen. Oder er hängt irgendwo. Und das nutzen wir zu unserem Vorteil. Wir fallen daneben. Ich schleiche ein Glück. Ja. Wunderschön. Ich glaube sogar, das war der letzte. Pfeile aufsammeln. So, hier haben wir die Pfeileinkrone von Lindai. Sie mehr sind. Hier sind. Den schaut der hier. Gibt's einen weiteren Walerstein für uns? Null. Wie gut sind wir? Oh, dann drücken wir. Nicht schlecht. Aber wir schaffen es beim ersten. Ich frage mich, ob, wenn ich jetzt automatisch drücke, ob es dann wahrscheinlich ist, dass man nur eins lösen muss, sozusagen. Oder ob es egal ist, wann es okay, jetzt auch genauso gut wie es automatische Dingens. Automatisch Ding ist schlechter. Ja. Eine Stufe 36. Schlagzeug knacken. Braucht mich nicht wundern. Automatischer Versuch. Ich schaff das jetzt mit einem Verlust oder weniger. Wenn ich hier die ganze Nacht sitze, da. Yes! Perfekt! Gut, dann haben wir noch Platz in der Hosentasche. Also auch zu der Kiste. Ist die auch verschlossen? Nein! Hat sogar noch ein Dietrich für mich. Perfekt! Dann auch den Walerstein. Und dann können wir auch wieder gehen. Ausgang war. Ich habe keine Waffe ausgerüstet. So. Jetzt sind wir da oben, wo es ein Skelett war, das Gott sei Dank runtergesprungen ist. Jetzt dürfen wir jetzt gegen ihn kämpfen. Das war knapp. Sehr knapp. Okay. Gut, dann haben wir das geschafft. Dann können wir ja laden. Speichern. Und jetzt kommt's mir. Warte. Wisst ihr was? Ich laufe. Warum? Weil. Ich habe dann ganz andere Erfahrungen gemacht, anderes ja, zum Beispiel bin ich hier im anderen Spielstand erst da bei 8% oder so etc. Also bis gleich. 2, 1. So, Aufstieg. Stärke, Gewinnskraft, Schnelligkeit. Passt. Ich habe dasselbe Bild wie beim letzten Level Aufstieg im anderen Level. Im zweiten Versuch.
Stärke, noch ein Level aufsteigen, dann haben wir da auch die 100. Und ja, ansonsten die Zeit brauchen wir ja nicht erhöhen. Und dann haben wir nur noch 4 Werte auf die wir jeweils 3. Eigentlich jeweils auf die wir immer 3. Vor tollen Kunden, das passt doch. Gut. So, und dann gehe ich jetzt mal shoppen und schauen, ob ich noch ein paar Sachen krieg. Brauchen tun wir eigentlich nur noch 2 große Seelensteine und einen Haufen Wildbret und Zwiebeln für eine Nebenquest einer Mod, die ich spielen werde, wo man sammeln muss. Ja. Wildbret ist ja am schwierigsten. Zwiebeln kriegt man immer wieder, aber Wildbret. Am letzten Lauf habe ich ein Wildbret und eine Zwiebel gefunden. Mal schauen, wie ich es diesmal schaffe. Gut, dann bis gleich. So, ich bin vor Bacanos Haus und habe nichts gefunden. Im Shopping Meilen Marktbezirk. Das ist sehr deprimierend. Nachrichten. Schön, euch wieder zu sehen, Herr. Darf ich euch nach oben geleiten, wo mein Herr euch empfangen wird? Ja. Sehr gut. Bitte folgt mir. Ja, wie immer. Ich habe Angst vor dir. Stimmt, ich habe gar kein Dedra-Schild. Das merke ich jetzt erst. Einzigste, was mir noch fehlt. Hübsches Delver-Schild. Aha, der Schatzsucher. Bitte nehmt Platz. Ja, nehmen wir doch gern. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Krone der Eileiden. Habt ihr mir die Krone der Eileiden gebracht? Hier. Interessant. Diese Markierungen hatte ich nicht erwartet. Das königliche Symbol ist nicht wie bei Sorkanin beschrieben. Aber egal. Es handelt sich eindeutig um ein Stück eileidische Handwerkskunst. In späteren Epochen gab es nichts Vergleichbares. Allein der Gedanke, dass ich eben jene Krone in Händen halte, die einst das Haupt des letzten Eileidenkönigs krönte, schon seine Augen auf sie zu richten, hätte für einen Angehörigen der niederen Rasse einst den sicheren Tod bedeutet. Ich danke euch nochmals für eure Bemühungen. Ich habe eine letzte Aufgabe für euch, wenn ihr immer noch bereit seid, für mich Gefahren auf euch zu nehmen. Was muss ich für euch tun? Um meine Nachforschungen über den letzten König der Eileiden abzuschließen, muss ich zum Thronsaal von Nenalata reisen. Zwar verstehe ich es, mich selbst zu verteidigen, doch wäret ihr auf einer solchen Expedition sicher ein unschätzbarer Gefährte. Eure Belohnung besteht in ganz gleich welcher Beute, die ihr aus Nenalata vortragt. Da der Thronsaal seit der Zeit der Eileiden versiegelt blieb, verspricht er eine reiche Ausbeute. Ich treffe euch in Nenala. Sehr gut, dann in 3 Tagen. Kommt nicht zu spät. So, jetzt haben wir drei Alles Tage richtig, ich erwarte Zeit. euch in 3 Tagen bei Nenalata. 3 Tage Zeit, um nach Nenala zu gehen. Ja. Nenalata, Mist. So ein Reifendreck. Gut, dann gehen wir halt Hallo. schnell. Wir haben jetzt Zeit. 3 Tage heißt am 7. nächstes Fall um 15 Uhr. Circa. Der wird auch erst dann da sein, das heißt, sie können dann erst die Quest fortsetzen. Seid gegangen. Und ja. So. Unser Ziel ist hier. Es ist schon. Ja, in 3 Tagen. Wir brauchen wahrscheinlich einen Tag, dorthin zu reiten. Und da ja hier ein schönes Lager ist, würde ich sagen, am 6. reiten wir hier hin, schlafen eine Nacht und dann reiten wir zurück nach Melada. Genau, in 3 Tagen. Heißt, wir haben heute den ganzen Tag und morgen den ganzen Tag Zeit. Ja, uns auszutoben und Nebenquests zu machen. Und ja. Eine beginnt in der Hafenstadt. Nein, stimmt nicht, die mache ich als letzte. Oder auch nicht. Okay, die können wir nicht machen, weil man da außerhalb der Stadt muss.
gibt es eigentlich nur noch zwei. Genau, ja, dann mache ich so, wie ich es am Anfang geplant habe. Was ist los? Auch zur Kaiserstadt, und ich glaube, das geht am einfachsten, wenn wir hier rausgehen. Und seid gegangen. Ja. Wir wollen, wenn wir schon 3 Tage, also auch 3 Nächte warten müssen, können wir uns ja uns mal das ein oder andere Hotel aussuchen. Anschauen. Denn es gibt im Hafenbezirk ein Hotel, das in einem Schiff ist. Vielleicht haben wir recht am Anfang des Let's Plays von Oblivion. Helena Waldstreak ist bewusstlos. Irgendeine Person, also auf Deutsch Weißblanke. Das. Falsch. Sehr wichtig, Maps und so. Ja. Egal. Unwichtig im Moment. Wo war ich? Am Anfang der Let's Plays, wo wir das erste Mal in der Felsenstadt waren, habe ich, glaube ich, mit einem der Wachen gesprochen und gefragt, was alles denn so gibt. Und er hat auch von einem Hotel hier in der Hafenstadt erzählt, was er aber nicht empfehlen kann. Bei Hafenstadt und so. Da ist das schöne Ding. Aber ich würde sagen, schlafen wir doch mal in einem Boot. Ist doch schön. Ja. Da es aber hellig der Tag ist, würde ich sagen, wir warten erstmal. Grüße. Habt ihr euch je die Waren bei den Freibädern gesehen? Als Glück ist das Hotel ja eigentlich immer recht belebt, und dann gibt es auch Leute. Und vielleicht kann man davon was kaufen. So Wildbret oder Zwiebeln. Mal schauen. Sieht jetzt nicht schlecht aus. The Bloated Float. Oder auf Deutsch Taverne zum aufgetriebenen Schloss. Das ist Graman Kromarat. Geht mir aus dem Weg! Wir haben hier selten echte Schwierigkeiten. Wenn es Ärger gibt, gehen die Wachen Ja, gut. Wiedersehen. Achso, er hat von Ding geredet. Geht mir aus dem. Dann hören wir es uns doch an. Wir haben hier selten echte Schwierigkeiten. Wenn es Ärger gibt, gehen die Wachen verdammt schnell dazwischen. In der Herberge zum aufgetriebenen Floß gehöre ich schon fast zum Inventar. Das kommt bei den Leuten gut an. Gut, ich dachte erst, er redet allgemein über die Stadt. Auch hier. So, sollen wir uns schnell noch Bett? Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen in der Herberge zum aufgetriebenen Floß. Das beste schwimmende Gasthaus in ganz Cyrodiil. Ein Bett, bitte. Ich habe eine Kammer frei, jawohl. Die beste, die ihr in ganz Bravil finden werdet, wenn ich so sagen darf. 20 Goldstücke und sie gehört euch für die Nacht. Bravil? Wir sind in der Kaiserstadt und es ist ein Boot, das heißt, es kann überall. Egal. Für Bravil-Verhältnisse ist es das beste Bett. Aber in der Kaiserstadt. Ja, gut. Ich nehm's. Eine kluge Wahl. Das wird die erholsamste Nacht, die ihr je hattet. Die Kammer ist die Treppe hinunter. Nehmt die Türe links. Dankeschön. Lebt wohl. Hier ist alles zugesperrt. Und ich würde sagen, das war das Messer. Ich beende die Folge hier. Und ja, dann sehen wir uns um 6 Uhr noch früh aufstehen. Also um 9 Uhr abends sehen wir uns dann. Also in 6 Stunden. Bis später. Tschüss.